Leider sind es im Moment vor allem Männer, die mit Männern Sex haben, die betroffen sind. Also schwule und bisexuelle Männer, die miteinander Spaß haben. Allerdings, was wir nicht machen sollen, ist, sie zu kritisieren, dafür Spaß zu haben, weil bekommen kann es jeder und jede. Und nicht unbedingt nur durch Sex, sondern auch durch engen Körperkontakt. Also muss man leider auch auf der Tanzfläche zum Beispiel Acht geben. Ich bin ein schwuler Mann, auch schon mit einem gewissen Alter. Ich kann mich an die AIDS-Krise der 80er und 90er Jahre auch erinnern. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, dass wir als Community hier auch zusammenhalten. Weil das ist ganz wichtig. Ob ihr Sex ohne feste Partnerschaft jetzt ausüben wollt oder nicht, das bleibt euch überlassen. Vielleicht will der eine oder der andere von euch mal warten, bis es Impfstoff gibt. Aber wichtig ist, dass man eine gewisse Awareness jetzt hat zu diesem Thema. Daher ist es jetzt auch wichtig zu wissen, wenn es zu einem Date oder zu einem schönen Abenteuer kommt, dass man weiß, welche Vorsichtsmaßnahmen man ergreifen kann. Und Ärztinnen und Ärzte geben hier auch klare Hinweise. Schaut vor allem auf euren eigenen Körper, wenn ihr zum Beispiel geschwollene Lymphknoten habt, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit oder Pusteln, die sich vor allem im Anal- oder Genitalbereich entwickeln, dann wendet euch an Ärzte eures Vertrauens. Und wenn ihr keinen Arzt kennt, der speziell für unsere Community da ist, dann kontaktiert eure AIDS-Hilfen in eurem Bundesland, die haben diese Kontakte. Wir brauchen uns nicht in die eigene Tasche lügen, Darkrooms und anonymer Sex sind momentan gefährlich. Es ist daher ganz gut, wenn ihr Dates habt, tauscht Kontakte aus, damit man den anderen informieren kann, wenn was passiert oder auch informiert wird, wenn einem anderen was passiert. Reinigt und desinfiziert euer Sexspielzeug, ganz egal, ob es Dildos sind, Fesseln, Fetischklamotten. Nach dem Sex bitte gut reinigen. Wir müssen jetzt aufeinander aufpassen. Ganz egal, ob beim Kuscheln, beim Küssen, auf der Tanzfläche eng umschlungen oder beim Sex. Wir werden euch auf jeden Fall weiter informieren. Ich und wir von den Grünen Andersrum sind im stetigen Kontakt und im Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Dort weiß man ganz genau, wie wichtig das Thema ist. Und ich und wir alle, wir wollen natürlich jetzt sofort geimpft werden. Aber es ist nicht genug Impfstoff am Markt. Leider. Ja, wir arbeiten mit Hochdruck daran, das verspreche ich euch. Bis dahin müssen wir aufeinander aufpassen. Halten wir zusammen als Community. Wir haben es in den 80ern geschafft. Wir werden das jetzt auch schaffen. Stay safe.